Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal Thema Lederfliegen. Ihr seht hier eine Menge Handschuhe. Ein paar ganz alte von mir, 7 Jahre getragen, 6 oder 7 Jahre, ich will mich jetzt nicht festlegen. In einem der anderen Videos gezeigt, oder vielleicht habe ich so ein Video noch nicht veröffentlicht, Fake-Handschuhe von der Bundeswehr, oder gefakte Bundeswehr-Handschuhe und original. Noch neu und uneingefettet. 7 Jahre auf der Arbeit getragen, 6 oder 7 Jahre, jeden Tag 12 bis 18, 16 Mal im Einsatz, an- und ausgezogen, tiefgekühlte Rollis gezogen bei minus 25 Grad, mit dann anschließend draußen im Sommer die Rollis wieder gezogen, nass geworden, wieder rein, die Rollis wieder rausgeholt, wieder und so weiter. Die waren also durchnässt, die waren dann wieder gefroren und so weiter. Und wieso haben die das so lang durchgestanden? 7 Jahre lang, 6 oder 7 Jahre. Zeige ich euch. Ist jetzt, glaube ich, die 4. Dose. Die hat jetzt aber im Urlaub mal leider einen kleinen Fauxpas erlitten. Das ist hier Bergsteiger Lederfett mit Vaseline und Lanolin. Ja. Ist jetzt auch so, dass ich zum Beispiel die Lederschnitt Schutz, Lederschnittschutz von meinen Ex damit gepflegt habe. Ja, so sieht es aus. Schön. Ja. Riecht nicht schön, aber egal. So, ich nehme also ein bisschen was von dem Fett hier auf die Finger. Mach das hier drauf. Und massiere es ein bisschen schön ein. Ja. Ohne Quatsch, ich habe das ja auch, es ist ja Fett. Habe ich das anschließend dann auch noch schön immer in die Axt ein massiert, hier ins Metall. Ich hole es jetzt einfach mal raus. Meine Weatherlings SAE Axt liege ich auf Seite. Ich werde jetzt noch einmal erzählen, was ich damit noch gemacht habe. So. Mit dem Fett nicht sparsam sein, immer drauf damit, rein damit, easy peasy. Auch hier vorne, ja, innen drin, warum innen drin? Ja, weil es dann auch den Stahl schützt von der Axt, von dem Beil, je nachdem. Und ich habe ja gesagt, ich habe auch damit das den Stahl damit ein bisschen eingerieben. Ja. Ist ja Carbonstahl. Und schaden kannst du nicht. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, oh! Das macht man nicht, dafür nimmt man Bupsi, Dupsi, Bupsi. Ich mache das so, wie ich das will und bin bis jetzt immer gut damit gefahren. Bin jetzt, wird jetzt 50 dieses Jahr und meine Erfahrungswerte mit 40 Jahren Outdoor haben sich nun mal bewährt. Ja. Man kann sich davon auch was rausholen und ein kleines Döschen reintun. Ja. Ich auch hier vorne auf den Axtkopf, also hier vorne rein, ja, dass hier kein Wasser reinkommt und so weiter. Das Ding ist geschützt. Ja. Glänzt wie eine Speckschwarte. Das Ding hat Holzspalten. Ja. Dann nehme ich mein. Wo steht die jetzt hin? Hier. Das wieder drauf. Ja. Zack. Zack. Und zur Not, wirklich absolut zur Not, könnte man sich ja dann bei Kälte, wenn man draußen rumläuft, bei Eiseskälte irgendwo auch hinschmieren. Ins Gesicht, auf die Lippen, um seine Fresse zu schützen. Ja. Das Ding schützt euer Leder
Nee. Und schützt eure Handschuhe. Kann nicht verkehrt sein. So, ich sag danke fürs Zuschauen. Link, ich hab's glaube ich von Amazon. Link packe ich in die Beschreibung. Schützt euer Leder, dann habt ihr auch mehr davon. Also, tschüss Madiot, schwenkt den Hut, tschüss ab und schwenk die Kappe. Ach Mensch, habe ich ja ganz vergessen. Dichtet übrigens auch von euren Rucksäcken und Jacken die Zipper ein bisschen ab. Ne? Einfach hier einreiben und hilft auch, die geschmeidig zu halten. Ihr kennt das, die wollen dann vielleicht nicht mehr so ein und auf und zu gehen. Ja? So, schön verreiben. Da einmassieren. Und die Waikiki-Zipper laufen immer wie geschmiert und dichtet auch hier oben ein bisschen ab. Also jetzt aber. Tschüssle. Oh. Sieht gut aus. Halten sie mich alle für total beklappt. Fett auf dem Halsgriff. Das wird einmassiert und kommt gleich in die warme Stube und dann zieht das ein. Schützt auch euer Holz. Ja? Und ganz ohne Quatsch, das rutscht nicht. Ja? Also jetzt aber, hau ab.